Hallo und herzlich willkommen zurück zu Diablo 4. Ja, in der letzten Folge haben wir eine neue Quest bekommen. Sprecht mit Nerill im Pfad der Erstgeborenen. Und dazu müssen wir uns jetzt aufmachen und hier hochgehen erstmal. Und dann kommt allerdings erst das, was wirklich ja, nervenaufreibend wahrscheinlich wird. Ich würde sagen, dass wir rechts rum rausgehen und nach oben. Das ist, glaube ich, der übersichtlichere Weg. Das ist der Ausgang hier, ne? Sieht zumindest so aus, ja. Okay. Ja, das Stadtportal interessiert mich nicht. Oh, Leute. Das ist ja schön, das ist ja schön. Aber ich möchte hier mal ohne irgendwelche Komplikationen durchlaufen und nicht alle 2 Sekunden angegriffen werden. Ihr geht mir auf die Nerven. So. Jetzt müssen wir hier hoch. Wieso greifen eigentlich meine Skelettkrieger die ganze Zeit an? So. Mehr Fremde im Lager? Nein, nur Bekannte. Wir haben uns ja schon mal kennengelernt. Moment, was ist das hier eigentlich? Auch eine Truhe, die ich nicht gesehen hatte beim letzten Mal. Ja, dann. Und nochmal Gold. Sehr schön. Ich bin zwar jetzt falsch gelaufen, ist aber nicht schlimm. Weil hier kann ich auch rum. So. Könnte ich mich sogar heilen, wenn ich müsste. Ach, das sind die. Ah, ja. Ich weiß, wo wir jetzt hin müssen. Stimmt ja. Wir haben ja jetzt das Buch geholt. Sachen nehmen wir auch mal mit hier. Verbesserter Reliktschädel nehme ich mal an. Haben wir jetzt? Ne, wir haben keinen Reliktschädel aktuell drin, oder? Wir haben dieses eine drin. Oh, aber wir haben einen verbesserten Kopfschutz drin. Jo, den können wir dann noch anziehen. Oder ist der noch besser? Nee. +4 alle Werte. Moment, jetzt muss ich auch doch mal eben. Ach so, das war mit Widerstand gegen Feuer. Ja, aber +4 alle Werte. Oh, Controller. +4 alle Werte ist, denke ich mal, besser als Kontrollverlustdauer. Reliktschädel. Gegenstandsmacht ist höher. Schaden pro Treffer sind höher. Ja. Hat aber keinen 1% für kritische Trefferchance. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr sich das auswirkt. Keine Ahnung. Ich würde mal sagen, dass wir den tauschen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht, weil das Problem ist ja. Ach so, Moment. Ich würde gerne mal was ausprobieren, wo hier gerade Leichen sind. Weil wir haben. Nee, nicht die Fähigkeiten. Im Buch der Toten hatten wir ja was freigeschaltet. Und das waren diese Schnitter. Und da muss ich die ja dann töten. Das ist ja das Problem. Wenn Schnitter Gegner angreifen, die verlangsamt betäubungsunfähig betäubt oder verwundbar sind, verringert sich die Abklingzeit ihrer. Wodurch eine Leiche entsteht. Na gut, aber. Ich probiere das jetzt mal aus. Das sind die. Ich weiß nicht, ob die mehr Schaden machen. Keine Ahnung. Wir nehmen die jetzt mal mit. Wir probieren das einfach mal aus. Normalerweise denke ich mal, sollte es ja so sein, dass wenn die erst bei einem höheren Rang kommen, dass sie dann auch tatsächlich mehr Schaden machen. Wie lautet der Plan? Ich werde das unterwegs erklären. Okay. Dann komm. Ich weiß nur nicht mal, wo wir hin müssen. Moment. Der See ist da oben. Das heißt, können wir da rechts direkt drüber? Ja, ne? Oh, es könnte sein, dass die mehr Schaden machen. Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher.
Kommt her, meine Gegner, ich flambiere euch gern. Ich glaube, die machen ganz gut Schaden. Aber ich habe jetzt nur noch 4 davon, ne, wenn ich das richtig sehe. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Achso, laufe ich jetzt... Ich laufe halt... Nee, ich laufe doch richtig rum. Ratmas Beschreibung des Rituals war schwer verständlich. Und Elias Notizen waren kaum besser. Ich glaube jedoch, ich weiß, wie ich erneut mit meiner Mutter sprechen kann. Indem wir sie von den Toten zurückholen? Nur so ein Gedanke, weil soweit ich mich erinnern kann, ist sie hier gestorben. Sind das jetzt meine Begleiter oder was höre ich hier die ganze Zeit? Die Brise, sag ich vom Schwarzen See herüberweht. Spürt ihr sie? Beeilen wir uns. Mutter? Mutter, bitte. Kannst du mich hören? Mein kleines Vögelchen. Du bist es. Ich kann dich retten, Mutter. Ich verspreche es. Ich kann lernen, wie man... Mireille, hör auf. Von meinen eigenen Fehlern kann ich nicht gerettet werden. Dieser Körper ist nur eine Hülle. Mein Geist muss weiterziehen. Und du musst mich gehen lassen. Mutter, nein. Ich brauche dich. Du musst deinen eigenen Weg gehen, ohne mich. Aber ich kann dir noch ein letztes Mal helfen, bevor ich gehe. Du hast den göttlichen Segen. Dein Blut ist der nötige Schlüssel. Geliebt. Mutter. Also trotz aller Dramatik hier entbehrt es ja irgendwie nicht einer gewissen Komik, so wie die da am Rumlaufen war gerade. Nerel. Der Weg ist frei. Wir müssen gehen. Aber meint ihr, Lilith ist überhaupt noch da? Es ist so lange her. Ich befürchte, dieses Mal hat sie gewonnen. Außerdem muss ich mich um meine Mutter kümmern. Doch es ist noch nicht vorbei. Nicht für euch. Lilith wollte zu Ratma. Sucht ihn. Findet den Grund heraus. Ich kehre zum Gewölbe zurück. Ja? Mach das, kein Thema. Ich habe jetzt die übermächtigen Skelettkrieger mit der langen Sense um mich rum. Ja. Sonderbar. Dieser Ort fühlt sich irgendwie vertraut an. Oder das? Ich war noch nicht hier. Also so weit muss ich sagen, bin ich noch nicht gekommen. Ich weiß absolut nicht, was jetzt als nächstes kommen kann oder nicht. Packt mich bloß nicht an. Ihr seid der letzte Besucher meines Sanktums. Auch wenn ihr zu spät kommt. Genau wie Lilith vor euch. Denn es war mein Vater Inarius, der zuerst hier ankam. Alles geschah, wie meine Visionen es prophezeiten. Wie schnell wir uns dem Ende der Prophezeiung nähern. Das war alles? Okay. Ja, wenn wir Glück haben, ist Lilith nicht hier. Oh. Ich habe kaum noch Essenz.
Macht ihr das mal, meine lieben Krieger. Oh, die verlieren ja gerade fast gar kein Leben. Ist das heftig? Das ist so geil. Das ist so geil. Ich kann es nicht anders sagen. Gerade wenn ich da mal keine Essenz habe oder so. Es begann in Träumen. Ich sah zerrüttete Bilder vom Ende Sanctuarius. Die Schuppen einer großen Schlange trugen diese Visionen. Und so suchte ich sie auf. Meine Gedanken und die der Schlange trafen aufeinander und die zersplitterte Zukunft wurde zusammengefügt. Ich ordnete sie und die Prophezeiung ward geboren. So, das war's. Ich bin immer so fasziniert davon und höre dann zu und krieg dann teilweise gar nicht mit, dass das schon zu Ende war. Ich muss die Tumore zerstören, um weiterzukommen. Okay, und wie? Was sind das denn für Tumore? Tumore des Hasses, okay. Reicht das schon? Okay, ist hier sonst noch was hinter? Nee, ne? Aber es hört sich irgendwie eklig an. Das Ganze sieht sehr eklig aus, nebenbei bemerkt. Also schon sehr geil irgendwie, aber auch sehr eklig. Ich denke mal, dass wir da jetzt wieder Abstieg. Zerstört die Tumore des Hasses, die den Weg versperren. Das heißt, da müssen wir dann hoch wahrscheinlich. Das heißt, ich gehe erstmal hier hin. Schauen wir mal, ob hier noch irgendwas ist. Weil, wie wir wissen, schauen wir ja überall nach. Also schaue ich ja überall nach. Ich hätte dann sagen sollen, wie ihr wisst. Aber ihr wisst, was ich meine. Kommen wir jetzt da auf das Gleiche wieder zurück? Ich denke schon, ne? Ja, da ja. Da ist dann auch nochmal ein Tumor. Was sich seltsam anhört irgendwie, aber... Ja, immerhin habe ich eine gute Kapitelüberschrift hier für das Video. Die Tumore des Hasses. Ich hoffe, ich denke dran. Eigentlich war ich am Überlegen, das Ganze... die Rückkehr zum See zu machen. Irgendwie habe ich mich gerade erschrocken. Keine Ahnung warum. Ich hatte noch die Tumore im Kopf. Da geht's auch runter. Wehe, ihr klatscht mich hier. Die Prophezeiung wurde zu meiner Bürde. Es gab andere, die davon wussten. Doch sie konnten das Wesen solcher Dinge nicht verstehen. Ich wusste, dass Inarius eingreifen würde, in den Glauben, sie gelte ihm. Er sah sich selbst als Erlöser, der das Herz des Hasses in der Hölle durchbohrt. Es wäre aber trotzdem sehr nett gewesen, wenn man einfach mal zuhören dürfte. Ohne hier angegriffen zu werden. Ich meine, es ist okay, wenn die einen angreifen und so. Hallo? Was müssen wir denn jetzt machen? Wir haben den ernsthaft so schnell... Okay. Oh, ich bin immer wieder positiv überrascht. Also über den Totenbeschwörer. Und seine Begleiter. Ah, hier ist noch einer. Also kein Totenbeschwörer, sondern... So, da können wir jetzt wieder zurück. Das würde ich sagen, machen wir auch. Hier sind wir komplett durchgegangen. Ne? Das heißt, einmal runter... Und dann im Bild wieder nach oben.
Beziehungsweise, wir können aber theoretisch auch noch nach unten. Oh, ich hasse es, wenn es mehrere Sachen gibt und man nicht genau weiß, wo man hin muss. Was ist denn? Ach so, den müssen wir frei machen. Ah, okay. Dann müssen wir auf jeden Fall erstmal nach unten gehen. Was war das denn? Also wenn das das Reich der Dämonen ist, dann will ich aber ehrlich gesagt nicht hier drin wohnen. So nicht, mein Freund. Wow. Also ich bleibe da zwischendurch immer mal wieder stehen, um zu gucken, wie die auf die Größeren reagieren. Leute... Ich wollte euch den Vortritt lassen. Das ist so geil. Das ist so geil. Es ist einfach nur geil. Ich kann da nichts anderes zu sagen. Das ist viel besser, als ich es erwartet hätte. Bin ich ganz ehrlich. Und ich hatte es schon recht gut erwartet, muss ich dazu sagen. Also ich habe mir mal in Diablo 3, was glaube ich, den Totenbeschwörer zeigen lassen. Und habe mir gedacht, okay, der war da wirklich stark. Und naja, mit der Zauberin war es ja jetzt nicht ganz so stark. Es war nur eine Frage der Zeit, bis Inarius herausfinden würde, was ich getan habe. Und kommen würde, um den Schlüssel einzufordern. Ja, es wäre schön, wie gesagt, wenn man einfach mal zuhören könnte. Es tut mir leid. Ich meine, ich muss mich dann auch zwischendurch mal verteidigen. Das heißt, da wird es dann wieder ein bisschen lauter. So, haben wir denn jetzt hier? Da in der Ecke haben wir alles. Da oben ist noch ein Geschwür. Komm, Fledermäuse. Geht vor, Jungs. Da ist noch einer. Sag das doch. Hallo? Ich bin den am Angreifen und in dem Moment, wo ich den angreife... Also eigentlich schon meine Aktion gemacht habe. In dem Moment stößt er mich zur Seite oder was? Geht's noch? So. Komm hier durch. Es müssten jetzt theoretischerweise alle sein, sodass wir jetzt durch die Tür oben durch können. Du weigerst dich, mir den Schlüssel zu geben. Du stehst im Weg des Erlösers. Das heilige Blut in deinen Adern sollte kochen. Nichts, das du tust, kann die Zukunft ändern, die ich gesehen habe. Ich gestalte mein eigenes Schicksal. Und deine Prophezeiung ist nur ein kleiner Teil davon. Es ist zu groß, als dass eine undankbare Ausgeburt wie du es verstehen könnte. Okay, das war dann die Tür. Ich glaube aber, wir haben, genau, wir können noch mal Fähigkeiten reinsetzen. Sehr schön. Würde ich den einen Punkt nämlich gerne hinterlässt eine Leiche. Weil ich weiß nicht, ob jetzt bald ein Bossgegner kommt. Und wenn, dann möchte ich natürlich Leichen ja haben, wenn ich beim Bossgegner bin. Gegner brauche ich nicht, nur die Leichen. Du musst nur eines verstehen. Sobald ich in der Hölle siegreich war, werden die hohen Himmel mich willkommen heißen. In meiner Heimat. Ich wünschte, das wäre wahr, Vater. Ah,
Aber ich bin am Überlegen, ist dieser Typ, dieser komische Engel, sage ich jetzt mal, ist das nicht der Typ, der mit ihr jetzt gemeinsame Sache gemacht hat? Oder ist das jemand anderes? Also die Stimme habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf, aber der sieht halt auch so aus. Verflucht sei dieser Ort. Ich werde verfolgt. Wie, du wirst verfolgt? Was? Ah, ich glaube, da habe ich schon mal öfter welche nicht angeklickt. Ich glaube, da gibt es auch eine Errungenschaft für, wenn man die anklickt. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ist das das, was mich verfolgt oder das, was vor mir liegt? Kommt mit, meine Freunde. Ich habe langsam ein wenig Angst. Fremde. Jenseits dieser Kammer liegt nichts als Tod und Trauer. Ein passendes Grab für Orden. Mach ich. Wer bist du denn? Aber es ist schön, dich zu sehen. Oh. Auch meine Sklaven. Wo sind sie? Mir fehlt die nötige Essenz. Ja, sehr gut. Sehr gut. Boah, das ist ja hier wie ein Teso. Hallo? Nein, nein, nein! Ja, 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 ja. Aber ich will nicht da reinlaufen. Ich brauche mehr Zeit. Ja, 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 sehr gut. Greif den an, lauf nicht mir hinterher. Greif den an, du Idiot. Es läuft der Trottel hinter mir her. Essenz. Ich habe keine Ahnung, was das mit den Essenzen auf sich hat. Achso, ich bin mal. La 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 la. Nein, nicht wieder diese Scheiße. Greift ihn an! Ich hab den anderen getroffen, Scheiße. Nein! Ja, geh da rein, geh da rein, geh da rein! Beschütz mich, beschütz mich! Mehr Essenz. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Mach den einfach platt. Ich bin noch nicht bereit. Doch, bist du. Achso, ich habe aber falsche Taste. In Ordnung. Ja, ich komm!
Yes! Huh. Hilfe, warum ist das hier so Marken gerade? Hallöchen, wer bist du, Ritter der Reue? Oh. Ah, hi. Vigo, wer hat das getan? Ich tat alles, was verlangt wurde. Der Schmerz ist jetzt fort. Eine gerechte Strafe. Ein stärkerer Mann hätte Venards Bestechung abgelehnt. Nerill. Nerill, ist sie in Sicherheit? Ja, sie ist sicher. Unser Treffen ist kein Zufall. Ich bin gekommen, um zu helfen. Übergebt ihr das für mich? Ich hätte es nie nehmen dürfen. Es ist so dunkel. Ich habe Buße getan. Glaubt ihr, es war zu spät? Nein, nicht zu spät. Das Licht will euch nach Hause tragen. Seht ihr es denn nicht, mein Freund? Ja, ja, jetzt sehe ich es. Sie sind gekommen. Vigo. Ihr braucht diese Rüstung nicht, um euren Wert zu beweisen. Das war jetzt traurig. Das war jetzt wirklich traurig. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich meine, Buße tun hin oder her, ne? Aber. Wobei der Kampf schon geil war. Schlüssel zur Hölle. Ich werde nicht erneut darum bitten. Das musst du nicht. Ich hatte eine Vision, wie meiner Leiche der Schlüssel abgenommen wird. Unter dem wachsamen Blick der großen Schlange in meinem Sanktum. Wenn du auserwählt bist, wie du sagst, wird es geschehen. Okay. Es ist zu ruhig. Wo ist sie? Ja. Es ist zu ruhig, ist gut. Ich meine, wir haben jetzt gerade einen Bosskampf gehabt, ne? Und ich schwöre euch, ich hätte das mit der Zauberin nicht hinbekommen. Ist das Ratma? Ich weiß nicht, ob du die Wahl getroffen hättest, in dieser neuen Welt an meiner Seite zu stehen. Ratma. Aber ich hätte dir den Platz dennoch freigehalten. Und nun wurde mir alles geraubt, was du hättest sein können. Den Weg in die Zukunft. Eine
Zukunft möglich gemacht durch dein Opfer, mein Sohn. Dieses Opfer soll nicht umsonst gewesen sein. Es ist immer wieder geil. Ich kann es nicht anders sagen. Ich sitze hier und habe Gänsehaut, wenn ich diese Stimme höre, wenn ich diese Erscheinung sehe. Das ist so genial. Ich kann es echt nicht erklären. Wo ist die denn jetzt hier eigentlich schon wieder? Müssen wir den ganzen Weg jetzt wieder zurücklaufen? Oh Gott, natürlich müssen wir das. Okay. Das werden wir aber auf jeden Fall noch in dieser Folge machen. Und, oh, also, ich kann schon gar nicht mehr reden, weil es ist tatsächlich so. Ich habe Gänsehaut ich habe Gänsehaut bei diesen Szenen, die hier stellenweise gezeigt werden. Also gerade wenn Lilith dabei ist. Und da müssen wir runter. Eigentlich können wir immer folgen, bis das hier sich in mehrere Dinge aufspaltet. Ich weiß nicht, wie es euch ergeht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Ob euch das auch so durch Mark und Bein geht bei diesen Szenen. Ich meine, das Spiel ist natürlich so eine Sache. Ne? Man ist nicht so nah dran. Es ist nicht die beste Grafik. Also, es ist eine geile Grafik, aber natürlich jetzt nicht die beste Grafik wie im Video oder so. Aber bei diesen Zwischensequenzen, das ist... Oh. Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass ich vor Jahren mal das erste Diablo gespielt habe. Aber soweit ich mich erinnern kann, ich habe es, glaube ich, noch nicht mal zu Ende gespielt. Ich fand es geil. Ich weiß auch nicht, warum ich es nicht zu Ende gespielt habe. Wahrscheinlich, weil dann ein anderer PC kam oder was. Weil es ist ja doch schon eine ganze Weile her. Seit dem ersten Teil. Wir können hier direkt schräg runtergehen und dann einmal drüber springen, ne? So wie ich das sehe. Den dritten Teil habe ich auch und ich erwäge auch, den dritten Teil aufzunehmen, nachdem ich den vierten gespielt habe. Ich weiß, sehr intelligent. Man hätte dann auch mit dem dritten anfangen können. Aber ich bin ganz ehrlich, ich wusste jetzt auch nicht, wie ist das Ganze und wo bin ich denn jetzt? Moment, hier wollte ich gar nicht hin, oder? Nee, hier wollte ich gar nicht hin. Oh. Genau, da müssen wir rum. Es ist irgendwie nicht sehr vertrauenserweckend, wenn hier die ganze Zeit Geräusche kommen, als ob hier irgendwas einstürzt. Aber es ist schon sehr eklig. Also, oh, das war eine Truhe. Ja, jetzt kommt er hier mit Heilsachen an, oder was? Das haben wir auch nicht mitbekommen. Das können wir auch direkt noch mitnehmen. Wunderbar, dann haben wir theoretischerweise nichts stehen gelassen. Zumindest jetzt nichts, was ich jetzt so sehen könnte. Also ich kann es wirklich immer nur betonen, ich finde dieses Spiel, es ist mega überteuert mit 100 Euro, muss man auch dazu sagen. Mir blieb jetzt natürlich keine andere Wahl, also ich hätte auch die kleinste Version genommen, kein Thema, weil in der großen Version ist eh nichts drin, was man jetzt großartig braucht. Aber das Einzige, weshalb ich die große Version genommen habe, war natürlich, dass ich vorab schon aufnehmen konnte. Naja, und so blöd das klingt, dafür gibt man dann auch mal in Anführungszeichen gerne 30 Euro mehr aus. Wo ist sie denn jetzt schon wieder? Jetzt ist sie hier am Ach so, ja, sie hat ja gesagt, sie muss aus dem Dings raus. Ne? Das finde ich ein bisschen blöd gemacht. Ich weiß nicht, ob man jetzt hier raus hätte porten können, dass man dann quasi wieder dahin läuft. Aber ich finde es doof, dass man da nicht irgendwie so ein Portal nehmen kann oder sowas. Und mittels des Portals dann wieder zum Anfang kommt. Also ich habe zumindest jetzt gerade eben keins gesehen. Vielleicht hat sich das auch in der Ecke versteckt, dann habe ich nichts gesagt, aber ich habe keins gesehen. Gold, Gold, Gold. Muss ich nochmal eben gucken. Ja, ist immer richtig. Ich bin ja immer so ein bisschen verwirrt, wenn dann plötzlich neue Dämonen hier auftauchen. Komm mal her, komm mal her. So. Nein, das war ein Kurzschwert. Lilith zeigte die hässliche Wahrheit über unseren Kosmos. Den ewigen Konflikt seit jeher kämpfen Engel und Dämonen. Und das habe ich schon mal gelesen. Ja, ich hatte es vergessen. Stimmt, das war ja... Hallöchen.
noch ein bisschen mehr. Das war ja, wollte ich eigentlich gerade sagen, das Verlies, wo wir schon mal drin gewesen sind. Ganz am Anfang von ein paar Folgen. So, wir müssen nach oben, ne? Nichts drin? Nichts drin. Dürfen wir jetzt hier raus? Das ist richtig, oder? Hoffe ich. Och, jetzt ist die komplett woanders. Wollt ihr mich denn veräppeln? Ja, dann reise ich doch jetzt. Also. So. Dann würde ich sagen, wenn ich mal nicht einfach wahllos umherlaufen würde mit dem Controller, dass ich hier erstmal einen kleinen Cut mache. Und ja, dass wir mit Nerell dann in der nächsten Folge sprechen, weil da müssen wir uns dann wieder hier durchkämpfen. Gut, das ist jetzt nicht ganz so weit ausnahmsweise, aber ich denke mal, dass sie uns dann wieder woanders hinführt und so. Und ja, ich sag mal hier, dieses Kapitel ist damit ganz gut abgeschlossen. Und sowieso schon viel zu lang. Deswegen ein ganz schnelles vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.